der Bastelzeit und heute habe ich mal wieder Hardware gefunden, die eigentlich gerade auf dem Weg zum Schrott ist, aber kann noch mal einen kurzen Zwischenstopp hier auf dem Basteltisch einlegen, sodass wir mal gucken können, was da so drin steckt. Es geht um beides, was hier den Kanal ausmacht, nämlich IT, Netzwerk und ja, Elektronik. Wenn wir von IT-Netzwerken sprechen, dann kennt ihr meistens das hier, die guten alten Netzwerkkabel mit dem RJ45 oder 8P8C Stecker. Ist Kupfer und wir alle wissen, Kupfer wollen wir eigentlich nicht haben. Also das hier ist eigentlich nicht das, was man benutzen möchte, wenn es um längere Strecken geht oder um höhere Geschwindigkeiten. Und das ist jetzt nicht erst seit heute so, sondern das ist schon sehr lange der Fall. Wenn es nämlich darum geht, entweder schnell zu sein oder lange Strecken zurückzulegen, dann nutzt man Glasfaser. Das sieht hier so aus. Ist innen drin ein ganz dünnes Glas, je nachdem was man hat, so 9 Mikrometer, 12 Mikrometer, so um den Dreh. Und außenrum dann sehr viel Hülle und das Ganze ist ein bisschen flexibel, das heißt man soll es nicht knicken, aber zumindest mal so ein paar Schleifen kann man da durchaus legen. In vielen Fällen hat man dann zwei Stück, eine zum Empfangen von der einen Seite und Senden von der anderen und dann die Rückleitung, wo hier die Seite sendet und hier die dann empfängt. Es gibt da verschiedene Qualitätsstufen und verschiedene Arten, wie man senden kann und entsprechend ändern sich da auch die Geschwindigkeiten und vor allen Dingen auch die Strecken, die man überbrücken kann. Aber so mit Heimhardware ist so teilweise bis irgendwie ein paar Kilometer durchaus locker drin. Nun ist jetzt aber das Problem, das hier kriegen wir in den meisten Switchen nicht eingesteckt. Deswegen brauchen wir da noch Zubehör, nämlich den sogenannten Transceiver. So ein Transceiver kommt heutzutage meistens als SFP daher. Das ist sowas hier. Ist jetzt eine Glasfaser schon eingesteckt. Das ist ein Modul, das steckt man in den Switch rein. Der muss einen passenden SFP-Slot haben. Und an der anderen Seite haben wir dann Glasfaseranschlüsse. Sind zwei unterschiedliche. Einer ist ein Laser und einer eine Fotodiode. Oder heutzutage meistens Laser und Fotodiode. Früher wurden teilweise auch LEDs benutzt. Und so können wir dann senden und empfangen. Und wenn wir hier drauf gucken, hier steht was von 1,25 Gigabit. Das ist also ein 1 Gigabit Transceiver. Heutige Module, SFP Plus ist 10 Gigabit eigentlich Standard. Und ich meine, 40 Gigabit müsste es auch so als Fertigding geben. Je nachdem, was ihr gerade für Geschwindigkeiten braucht. Vor diesen SFPs gab es dann auch noch die, ich glaube, Jibix hießen so oder so. Das war im Prinzip dasselbe, nur in groß. Das ist dann ähnlich aufgebaut, aber nicht jeder wollte sich einen neuen Switch kaufen, der jetzt irgendwie Glasfasermodule hat. Weil wir haben ja hier schon unser Ethernet-Switch. Und in dem Fall, da hat man auf sogenannte Media-Converter zurückgegriffen. Und so einen habe ich hier. Das hier, das ist ein Ethernet-Media-Converter. Wie wir sehen, der ist schon ein bisschen älter. Der ist nämlich 10-100 Base TX zu 10-100 oder zu 100 Base FX. Das heißt also maximal 100 Megabit. Für heutige Netze nicht mehr wirklich geeignet. Mit 100 Megabit kann man nicht allzu viel reißen. Und ansonsten, was hier noch steht, ist halt Dual Fiber. Das ist das, was ich gesagt habe, dass es eine sendende, eine empfangende gibt. Und MM ist Multimode. Das ist die Art von Glasfaser, die verwendet wird. So, wenn wir hier gucken, auf der einen Seite, da haben wir nicht allzu viel. Wir haben einen 5 Volt Stromanschluss und ein paar DIP-Switche. Das ist nicht wirklich was für uns. Die andere Seite, da ist dann schon mehr für uns zu sehen. Wir sehen hier einmal RX und TX, das sind die beiden Glasfaseranschlüsse. Das ist jetzt, wie ihr seht, nicht derselbe Stecker. Wir hatten eben ja hier diesen, wo ist er? Diesen hier, das ist der modernere Stecker, sage ich mal, den man am meisten findet heutzutage. Das ist LC, das hier ist ein älterer Stecker, der nennt sich dann ST. Ist im Prinzip ähnlich, wir haben hier in der Mitte eine Glasfaser drin. Und beim anderen klippen die einfach nur rein. Hier gehen wir hin und setzen das hier so an. Hier gibt es so ein Bajonett. Und durchdrehen kann man den dann festmachen, sodass auch der hier nicht mehr rausgeht. Sind dieselben Fasern am Ende hinten dran. Also hier das Kabel zum Beispiel ist hier so und endet dann auf dem hier. Also die kann man auch wild durcheinander mischen. Solange man die Send- und Empfangsrichtung an der richtigen Stelle einsteckt, passt das. So, daneben haben wir einen Netzwerkanschluss, einen normalen RJ45 und ein paar LEDs. Power, Speed, LA, LA, das dürfte Link Activity sein für Senden, Empfangen. Full Duplex nochmal für beide Richtungen und das war's. Und ja, was könnte der hier wohl machen? Der nimmt hier Netzwerk entgegen per normalem RJ45, also mit einer normalen Netzwerkbuchse.
und setzt das um auf entsprechende Signale hier für die Glasfaser, wahrscheinlich mit dem Laser. Und wenn er was auf der anderen Seite empfängt, dann wird das entsprechend hier auch wieder als Datenpaket rausgegeben. Das ist also ein reiner Medienwandler, da ist kein Router drin, da ist kein Switching drin. Der wandelt wirklich nur die elektrischen Signale, die hier reinkommen, auf optische Signale, die da rauskommen oder rein. Was wir noch hier haben, das ist hier der Aufdruck 1310. Das dürfte die Wellenlänge vom Licht sein. Es gibt verschiedene Lichtfarben. 1310 ist somit die verbreitetste für die üblichen Multimode-Kommunikationen. Das ist so das, was man meistens im Heimanwenderfeld und teilweise in Firmen einsetzt. Ja, das Ding hier hat irgendwas von 42007 draufstehen, also ungefähr dieses Alter, wobei die schon viel länger auf dem Markt waren. Das hier wäre wahrscheinlich mal ein Ersatz. Und ich würde sagen, wir gucken dann mal da rein. Wir sehen schon Lüftungsschlitze. Das Ding ist also warm geworden wohl. Sonst hätte man nicht lüften müssen. Schauen wir einfach mal, was sich da drin versteckt und ja, wie das damals funktioniert hat. So, werfen wir mal einen Blick ins Innere. Das Ganze im Übrigen ein komplettes Gehäuse aus Metall. Und da schiebt sich's raus. Und tada, da sind wir im Inneren. Hier ist nichts mehr drin. Hier gucken wir uns das Ganze jetzt mal genauer an. So, wenn wir uns die Platine angucken, sehen wir schon mal ein paar Sachen, die relativ klar sind. Wir haben hier die Stromversorgung, offenbar mit ein paar Kondensatoren, mit einem Linearregler wahrscheinlich. Wir haben hier hinten unseren Eingang für Netzwerk, RJ45 Kupfer, da gehört immer auch so ein Trafo hier oder Übertrager dazu. Die sind teilweise heutzutage schon in den Buchsen eingebaut. Hier ist er separat, wie wir das auch schon bei manchen Switchen gesehen haben. Für Glasfaser haben wir hier diesen fertigen Transceiver von WCFO. Auch die Platine WCFO ist also wohl von derselben Firma. Wir haben noch einen IC dabei mit einem Quarz und ein bisschen Passivgerümpel. Jede Menge LEDs mit den passenden Vorwiderständen hier unten. Die Einstellungen gehen direkt auf den IC. Auf der Unterseite ist nicht viel zu sehen. Da ist quasi leer. Gut. Nachdem wir das jetzt wissen, stellen sich für uns ja noch zwei Fragen. Wie zum Beispiel kommen wir hier rein? Das sieht so aus, ob das aufklippt. Und was sind das alles für Chips, die da noch in der Nähe sind? Ich versuche einfach mal hier den ein bisschen zu befreien. Vielleicht können wir dann was mehr sehen. Und jetzt können wir auch hier reingucken. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen näher ran. Dann sehen wir auch was mehr. Also, gucken wir mal. Wir haben die Stromversorgung. Die geht rein, geht auf diesen wunderschönen Kondensator vom Markenhersteller FCON, wie es aussieht. 25 Volt, 470 Mikrofarad. Definitiv ausreichend für eine 5 Volt Spannungsversorgung. Ansonsten geht es einmal hier hinten rüber auf den hier. Und das ist ein LM317T. Das müsste ein einstellbarer Linearregler sein. Ich habe gerade geguckt. Ja, LM317 ist, wie ich im Kopf hatte, ein einstellbarer. Das heißt, die die Widerstände hier unten, die gehören dazu. Die stellen dann entsprechend das Ganze ein. Wir haben eine 121 und eine 121, das heißt also wohl Hälfte, Hälfte. Müssten, wenn ich dem Internet traue, etwa 2,5 Volt sein, die hier als Ausgang dann rauskommen. Das ist Eingang und das hier müsste dann irgendwo Ausgang, glaube ich, sein. Genau, der geht hier rüber, geht über eine Spule auf diesen Kondensator und auf diesen Kondensator und hier hinten rüber und hier unten rüber. Also anscheinend ist 2,5 Volt unsere Systemspannung. Hier oben in der Ecke, da haben wir, wie wir sehen, diesen Übertrager. Der geht entsprechend auf unsere Buchse mit jeder Menge Zeug außenrum. Wir haben hier wahrscheinlich einen MOF oder sowas. 103, 1 kV. Ne, das ist ein Kondensator. Okay. Aber es ist tatsächlich so, dass hier der Kondensator geht auf diesen Ground hier. Da hängt auch das Metallgehäuse hier von der Buchse drauf. Da hängt, wenn wir rund gehen, das Metallgehäuse selber drauf. Aber ihr seht, der Hauptground vom System, der digitale Ground, der ist nicht damit verbunden. Das heißt also, wir haben hier zwei unterschiedliche Grounds. Das hier ist quasi Erde-Ground und hier das, was alles als Groundplane da ist, das ist die interne Spannung, die Referenz davon. Gut. Die Kondensatoren hier, die dabei sind, das wird wahrscheinlich alles Filterung sein für den hier, um da ein bisschen Ordnung zu schaffen. Die LEDs sind alle jeweils mit einem Widerstand hier 100 Ohm und die gehen über Vias dann wahrscheinlich
direkt weiter. Jetzt gucken wir mal gerade spaßeshalber. Ja, die kommen alle hier raus und gehen weiter. Es sieht momentan tatsächlich so aus, ob das ein Zwei-Layer-Board dann ist. Kann ich gerade ja mal von der Seite gucken. Ja, doch. Das müsste eigentlich Zwei-Layer sein. Ich sehe jetzt nichts, was da offensichtlich noch nach Kupfer aussieht. Okay. Wenn wir dann mal hier unten auf die Sektion gehen, wir haben hier die einzelnen Konfigurationsschalter. Was können wir da eigentlich konfigurieren? Steht das hier drauf? Lasst mal schauen. Nein, ist keine Beschreibung dabei. Aber ich bin mir relativ sicher, das war sowas wie Full Duplex, Half Duplex, 10 Mbit, 100 Mbit und solche Sachen, die konnte man hier umschalten. Das sieht so aus, ob die hier ihre Pull-Downen, ja, die haben anscheinend Pull-Down dabei. Und gehen direkt in diesen IC. Das ist ein IP113C. Okay, von der Firma IC. Und wenn wir im Internet gucken, finden wir da, dass das tatsächlich ein 10-100 Mbit Base TX auf 100 Mbit Base FX Transceiver ist. Also es ist quasi ja, das komplette Ding hier als fertiges Modul. Das Einzige, was wir noch außen rum haben, ist jede Menge Passivkram und ein 125 MHz Quarz, wenn ich das richtig sehe. Dürfte dann wahrscheinlich... Ist das? Nee, das ist 25, oder? Nein, das ist 25. Okay, was hier interessant ist, es gibt noch einen Jumper, der anscheinend per Hand hier abgeschnitten wurde. Okay. Vermutlich ein Debug-Modus oder so, denn der ist von außen nicht zugänglich. Dass das davon kommt. Und im Prinzip haben wir dann hier wahrscheinlich alles Nötige drin. Wir werden vier Leitungen haben, die hier rüber gehen in Richtung dieser Buchse. Dass das die Datenpaare sind. Hier sehen wir 1, 2, 3, 4. Die gehen in den Trafo und vom Trafo werden 1, 2, 3, 4 rausgehen. Und die werden bestimmt auch noch unten drunter. Ja, okay, hier sind sie. 1, 2, 3, 4. Hier sind die einzelnen Datenpins. Die gehen in die Nähe der CPU und sind dann hier entsprechend angeschlossen. Selbes gilt dann auch für den entsprechenden Glasfaserbereich. Den gucken wir uns dann jetzt an. Und zwar geht der hier rüber. Wir sehen im Übrigen in der Ground Plane sehr viele von diesen Vias, die einfach Ground oben mit Ground unten verbinden. Einfach um da die Impedanz klein zu halten, dass wir dann geringen Widerstand haben von oben nach unten und sich da nirgendwo irgendwelche Ströme oder so aufbauen können. Denn das wäre ungünstig. Und dann geht es hier über jede Menge Passivkram, die ein bisschen seltsam beschriftet sind, weil FR kenne ich eher für Ferrit. Aber das hier sind definitiv Widerstände. Das hier sind Ferrite und die sind L2 und L3. Nee, whatever. Das sind Kondensatoren, Widerstände und Ferritkerne, die irgendwie hier noch ein bisschen Filterung betreiben. Wie auch immer, es geht hier rein und hier sehen wir unsere beiden Sachen. Jetzt müsste ich mal gucken. Ich glaube, TX war außen. Genau, das hier ist TX. Das wird eine Laserdiode sein mit dem passenden Treiber hier, der entsprechend dafür sorgen muss, dass die Laserdiode nicht durchbrennt. Die werden üblicherweise mit einem festen Strom betrieben. Und der muss natürlich ganz schnell den Laser ein- und ausschalten oder modulieren, was auch immer die hier intern benutzen. Müsste ich mir mal den Standard angucken. Und genauso die andere Seite, das ist irgendeine Art von Fotodiode oder sowas. Wahrscheinlich sehr empfindlich. Wird eine Stromversorgung haben? Nein, hat eine Stromversorgung, wie es aussieht. Das hier ist Plus, genau. Das hier ist Minus. Und dann werden wir hier in der Mitte die Abgänge haben. Das geht hier überraschenderweise nur durch einen Filter. Ich hätte eigentlich noch was Aktives erwartet. Ich glaube, das löte ich gleich mal aus. Denn irgendeine Art von Verstärker würde ich da doch vermuten, je nachdem wie lang das ist. Wir hatten hier eben, wo war das Schild? Da ist das Schild. Die schöne Beschreibung mit einer Distanz von 2 Kilometern, Wellenlänge 13,10 Nanometer, also in Rot. Andersrum natürlich. Prinzipiell ist jetzt 2 Kilometer nicht so viel, aber bei Multimode-Kabeln kann ich mir nicht vorstellen, dass da teilweise nach 2 Kilometern noch viel ankommt. Und entsprechend ist das Signal hier extrem schwach. Und das möchte man eigentlich so schnell wie möglich verstärken. Deswegen vermute ich da eigentlich noch irgendwo ein Op-Amp in der Nähe. Weil hierüber ist halt nichts zu sehen. Und ja, ich würde sagen, ich guck mal, ob ich das hier rausbekomme. Das scheint aber ja gelötet zu sein. Und dann gucken wir mal auf die Unterseite, ob da noch was in der Nähe ist. Und ich habe es geschafft, das Ding ist draußen. Und wenn wir mal rumdrehen, da sieht doch schon so aus, als ob auf beiden Seiten interessanterweise was ist. Das
ja, hätte ich ehrlich gesagt nur in einer erwartet. Aber ich breche jetzt einfach mal das Plastik hier weg. Dann können wir da mal uns die Unterseite angucken. Und da sind wir doch. Wir haben bei der Sendediode ein MAX3766. Auf der anderen Seite auch mit sehr vielen Pins. MC2045G. Puh, lasst mal schauen, was zum Geier das ist. Aber was wir natürlich nicht gemacht haben, ist mal das Ding in Funktion gesehen. Ich löte das jetzt einfach nochmal ein. Die Sendepins sind ja noch da. Das reicht bestimmt, hoffe ich. Und dann können wir einfach mal in den Laser reingucken. Das ist etwas, das sollte man in der Praxis natürlich nicht machen. Bei hier so einem 2 Kilometer Teil ist das noch überschaubar. Wenn wir aber da von größeren Distanzen reden, Transceivern, die auch größere Distanzen können, da sind dann doch ein paar Watt mehr da drauf, oder Milliwatt, was auch immer das sind. Und da gibt es den schönen Spruch, do not look into the laser with the remaining eye. Also, wenn ihr da reinguckt, eine Brille reicht da nicht mehr aus, um euch da wieder sehen zu bekommen. Das ist schon ja, relativ starkes Zeugs, deswegen Glasfasern bitte nicht mit den Augen testen. Dafür gibt es Messgeräte, die sind ganz toll. Die zeigen euch dann auch die Dämpfung. Das ist dann deutlich besser, als zu gucken, wie weh das Audio danach tut. Dann schauen wir doch einfach mal, was haben wir gesagt? 5 Volt, Strom an. Die Lampen gehen an, wie wir sehen. Und er zieht jetzt so ungefähr 1,2 Watt. Wenn wir jetzt das Ding zur Kamera drehen, sollten wir theoretisch... Oh, kein Licht. Na, entweder haben wir ihn schon kaputt gekriegt oder er geht nur mit Netzwerk. Habe ich hier irgendwo Netzwerk? Gucken wir mal, was er dazu sagt. Okay, Link ist da und nö, ist nichts zu sehen. Also entweder, dass die Diode eine Wellenlänge macht, die wir nicht sehen können mit unserer Kamera. Oder dass wirklich die Diode kaputt gegangen ist bei der Aktion eben. Ist beides realistisch. Ja, ich war jetzt nicht so pfleglich damit. Wie gesagt, 100 Mbit ist da ein bisschen witzlos. Ja, also es scheint, als ob wir da irgendwas kaputt gemacht haben. Ich sehe hier auf einem Pin eine Frequenz von etwa 62,5 MHz. Das kommt, glaube ich, hin. Ich meine, 62,5 war irgendwas mit so 100 Mbit. Da habe ich noch was im Kopf. Müsste ich gleich schon mal nachgucken. Aber ja, im Prinzip moduliertes Lasersignal, was die ganze Zeit an und ausgeht. Und auf der anderen Seite einfach den Empfang, das Ganze verstärkt und dann umgewandelt auf Netzwerk. Ja, viel ist da nicht drin in jedem Gerät, aber sowas hat früher halt Dinge zusammengehalten. Zumindest mal in kleineren Installationen, denn ja, in größeren Installationen kamen, wie gesagt, dann eher schon mal Switche und so weiter mit diesen SFP-Modulen, die wir eben gesehen haben, wo immer hin ist, da zum Einsatz. Einfach weil das im Switch integriert ist. Die haben auch noch mehr Vorteile. Gerade die neueren, die SFPs, die liefern dann auch an den Switch noch Messwerte. So wie stark ist die Dämpfung vom Kabel, wie ist die Temperatur vom Modul und sowas. Da kann man dann gegebenenfalls schon mal Kabelfehler erkennen, bevor sie zum großen Problem und Ausfall führen. Aber gerade in kleineren Unternehmen, in kleineren Heiminstallationen, da ging es dann eher um Preis und da waren dann die hier relativ verbreitet. Ansonsten gilt ja, was wollen wir noch mit 100 Mbit? Also im Schnitt dürften so die Internetanschlüsse selbst da drüber liegen und ja, gut. Heutzutage nicht mehr brauchbar. Trotzdem, zumindest wenn man es nicht auseinander nimmt, halten die relativ lange und würden auch bestimmt heute noch das tun, was sie sollen.